willkommen zurück bei einer neuen Folge Bioshock Infinite. Ja, wir waren hier kurz vor der Kontor. Wollten was öffnen. Hey. Ja, aber davor. Ja. Nehmen Sie her. Oh. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. No. What the fuck? Vergiss dich nicht, ich will dich gleich umholen. Press to turn machines into allies. Na, lol. Verdammt, was war das? Das? Mann, der könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Ja, ist auch nicht alles. Das ist ja, was hast du schon? Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist drin. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Die Verlosung ist überfüllt. Hey. Warte mal. Hallo. Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso haben... Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ach, ja, wahrscheinlich. Lol. Vorbild? Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze ja. Madame Lutèce. Ich habe all ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen. Was zum... Nein, ich würde es ja. Gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Constance! Ich hab da so ein Gefühl. Ja. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Hey, Mister! Mister! Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Erleben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbien? Das ist das nicht richtig. Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Mann! Bitte, bitte, nein! What the fuck? Bitte, was tut sie? Na los, hilfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Oh, da habt ihr ja einen ganz schüchternen. Den müssen wir die Springe helfen. Oh Mann, Sänger. Die Zeit verrinnt, mein Junge. Da ist er!
verarschen her. Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. What shit? Haltet ihn! Haltet ihn! Der Scheiße! Los jetzt! Hier kommen wir! Wow, das sind zu viele Leute. Okay. Scheiße, Mann! Warte, ich kann mir gleich mal leichter sitzen. Alle Leichen. Sind die nicht Waffen oder so? Weißt du, was du getan hast? Hier, bewacht das Tor! Der hat eine Waffe. Auf den Boden! Wow, ich hab's immer... Wow! Hallo. Ach fuck, ich dachte das. Oh lol. Ich weiß nicht, ob die Munition richtig ist oder ich die warte. Ich muss das dann mit der Kampf. Shoot. Das ist geschehen. Scheiße. Ach, die werden geschützt, die jetzt schon. Oh ja, was hat das für eine Range, das Geschütz? Oh, oder? Kann man auch nicht sagen, ja. Oh doch, ich hab wieder Salz. Back. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Nee, das ist doch böse. Da gingen wir nicht, aber nicht kämpfen. Das ist doch ein Roboter, oder? Oh, danke. Ach, ja. Ein Filzkuss. Oh, tja, man lebt noch einmal. Scheiße! Jetzt sterbe ich oder was? Okay. Lol. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Ja, und wie? Ja, war da was? Nein. Das ist eine Kostprobe.
Drücke rechte Maustaste, während du Teufelskuss ausgerüstet hast, um feurige Granaten zu werfen. Halte rechte Maus gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um Sprengfallen an. Okay. Wow. Lol. Oh lol. Oh, shit, bei mir. So. Ja, die haben meinen Geschütz zerstört. Das Spiel ist jetzt eigentlich richtig nice. Also, das ist ganz cool. Die waren mit dem Lager an Familie, ist so viel auf. Also ich finde es nicht schlecht. So. Die Waffen finde ich ja auch richtig geil. Nein, no fuck, egal. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gucken wollt. Weiß nicht. Ich mach's mal für diese Folge noch und ja. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ob ihr es sehen wollt. Ja, lass mal lieber. Wir haben Gesellschaft. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Zu schätzen. Fügt eine Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Alloy. Verblüffend, dass es funktioniert hat. Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich? Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Okay. In den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Okay. Ja gut, das war's für diese Folge. ja. Könnt ihr mal unten Kommentare reinschreiben, wie ihr das Spiel findet. Also, ich finde es eigentlich richtig geil. Also, ich fand früher Bioshock, also den ersten, zweiten Teil, finde ich nicht so cool. Ich habe mir das jetzt irgendwie auch nur so geholt, weil es so ein Angebot war. Aber das war eigentlich richtig geil. Ja, lasst mich mal gerne, dass am besten immer ein Abo, also über ein Abo freue ich mich. Ja? Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.